Ja, ein herzliches Hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich wieder eingeschaltet haben, wenn wir uns in einen verborgenen Teil des Tarotgartens zurückgezogen haben, in unseren Orakelhain. Dort treffe ich mich mit dir, lieber Rui, unserem Hallo Experten für Christopher. traditionelle Orakelkarten. Danke, dass ich mich wieder in den Orakelhain begeben darf. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil wir in unserer Serie über die traditionellen Orakelkarten wieder mal einen Schritt weitergehen. Ich bin ja, wie die meisten von euch, sehr wahrscheinlich auch noch ein Schüler der Orakelkarten und bin deswegen sehr gespannt, was ich heute gemeinsam mit dir oder von dir, von den heutigen beiden Orakelkarten erfahren darf. Und Roé, wen haben wir uns denn da ausgesucht? Sie liegen schon Ja, aus. heute haben wir wirklich so wie Licht und Schatten, wie grell und verborgen, wie ich stehe zu meinem Wort und ich verheimliche. Zwei Protagonisten, die wichtig sind, zwei Protagonisten, die man benötigt, nämlich Offizier und Feind. Das sind unsere Begleiter heute. Und das sieht jetzt zunächst einmal nach viel männlicher Energie aus. Zumindest bei der Offizier strahlt sie so aus. Und ich denke mal, aber Roy, das wirst du sicherlich gleich uns besser erläutern können. Das geht nämlich ein bisschen mehr in deine historischen Kenntnisse rein. Wen sehen wir denn da? Es ist also für mich ein stattlicher Soldat, aber wahrscheinlich ist das gar nicht richtig, wenn ich das so ausdrücke. Richtig, es ist ein Staatsdiener. Ja, also wir können da ganz offen als der seinen Dienstherrn, sei es jetzt in einer Monarchie, sei es in einer Demokratie, dem Herrschenden unterstellt ist und im Prinzip etwas gelernt hat, und zwar von der Pike auf gelernt hat, den Befehl zu befolgen. Ja, und je höher sein Wissen war, seine Ausbildung war, seine Herkunft war, umso höher hat er eigentlich dann schon begonnen. Da kamst du dann nicht irgendwie in eine Kasernenausbildung, sondern da kamst du schon in eine Form von Offiziersschulen, wo dann das ganze Niveau höher war, wo du gleich schon mit 14, 15 vorbereitet wurdest für deine Offizierslaufbahn. Und er steht natürlich auch, jetzt wo du es sagst, er steht ja so stramm da. Also er ist einer, der, ich würde mal sagen, Gewehr bei Fuß ist, der auf seinen Befehl wartet oder ihn bereits bekommen hat und ihn deshalb, sagen wir mal, auf ja, sehr gut strukturiert durchführen wird. So kommt er mir vor. Ja, und auch er ist auch bereit, diese Befehle nicht nur zu befolgen, sondern auch Befehle zu erteilen, weil er gelernt hat, das ist der Schritt, der zu tun ist, aus seiner Laufbahn, aus seiner Schulung, aus seinem Know-how. Man kann es ruhig sagen, aus seinem Know-how. Was sehen wir? Wir sehen eine Person in einer traditionellen Uniform eines Sanitätsbataillons. Ich habe diese Uniform im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien gesehen und meines Wissensstand nach handelt es sich hier um einen oberen, also um einen Oberst, aber das ist schon die obere Kategorie. Von da geht es dann einfach dann nur mehr steil nach oben von der Graduierung. Ich glaube, diese Säbel oder was das ist, glaube ich, mehr Zierde als Verteidigung, oder? Das ist ganz klar schon ein Hinweis. Diese Borte, die dann an den Säbeln hingen, das war dann schon Auszeichnung. Es gibt da, das beginnt schon beim Feldwebel, wenn der so eine Borte an seinem damals, das war so ein längeres Bajonett, und wenn der da eine Borte hatte, dann war er schon höher graduiert. Also dann musstest du schon am besten zweimal vor ihm salutieren, dass du da nicht in Probleme kamst als gemeiner Soldat. Und auch hier wieder bei diesem Offizier sieht man, ne, der ist schon was Wichtigeres, der trägt ein Monokel, ein Hinweis auf seine Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Das war nicht bei allen Offizieren so. Also
Natürlich hat Maria Theresia in Österreich das Schulsystem eingeführt. Nur das heißt noch lange nicht, dass das dann schlussendlich auch so umgesetzt wurde. Aber hier sieht man bei diesem Offizier, der hat schon hier ganz klar den Intellekt. Und also noch da etwas ist Bildung spannend. Drin. Ja, der hat noch Bildung. Etwas spannend. Er hat zwei Handschuhe, wobei er nur einen trägt. Ja. Gibt es da irgendeine Geschichte dazu, warum das so ist? Ich habe mich das gerade gefragt. Ist das irgendwie so, dass... Ja, welchen Handschuh, welche Hand hat ein Handschuh? Ja, die er hat linke. Auf der linken Hand trägt er den Handschuh. Vielleicht ein Hinweis, was unsere linke emotionale Seite ist. Und er als Befehlender hat keine Emotion zu haben. Aha. Aber die rechte Hand, die ist klar. Ne? Der Intellekt, der Geist, das Wissen, das zeigt er. Ja, ich finde es auch interessant. Es wirkt natürlich auch ein bisschen so, auf der einen Seite interessant, was du gerade für einen Zusammenhang mit links und rechts machst. Aber es wirkt für mich auch so ein bisschen, dadurch, dass er einen Handschuh ausgezogen hat, wirkt es auch fast so ein bisschen gelockert. Also an einer bestimmten Stelle, wann ziehe ich denn meine Handschuhe aus, meinen rechten, um jemanden zu grüßen zum Beispiel oder ihm die Hand zu reichen? Oder genau. Ich finde auch so im Gegensatz zu dem, was du sagst, diese Strenge, die er natürlich auch ausstrahlt, er scheint übrigens auch nicht sehr alt zu sein. Also er hat ja jetzt keine grauen Haare, sondern hat seinen Schnauzer und ansonsten hat er durchaus jüngere Gesichtszüge. Aber auch so im Hintergrund, wenn ich mir sehe, da ist ja alles so frühlingshaft, hell leuchtend. Also es ist eine eher freundliche Atmosphäre. Genau. Und es kommt noch etwas dazu. Ja, er steht geradlinig und er ist anders als wie beim Geliebten, wo wir auch einen Soldaten haben. Hier haben wir einen Offizier. Ja, der ist ganz klar, der würde niemals auf ein Pferd steigen, auch obwohl er reiten kann. Weil er hat es gar nicht mehr nötig. Mhm. Er fährt in der Kutsche. Ja, darf ich mal ganz kurz den Geliebten daneben legen, damit man, weil du ihn erwähnt hast, gerne. Dass dann, man das mal vergleichen dann sieht man kann. Gleich schon den Unterschied. Aha. Ja? Der Geliebte, der hier so diese ungarische Gala-Uniform trägt, der hat da ein ganz anderes Niveau. Mhm. Ja, das ist der Leidenschaftliche, das ist der die Frauen umgarnt, auf den die Frauen abfahren, der dort ja der Lover par excellence ist und der Offizier ist straight, der steht über dem, der braucht das gar nicht, weil er weiß, wenn er jemanden haben wollen würde, bekommt das sowieso. Mhm. Ja, das ist gar keine Frage für den Offizier. Ja. Wenn man das jetzt mal so zusammennimmt und ich mal so höre, was du erzählst, dann würde ich jetzt mal von meinem Gefühl auch für die Karte und wie ich sie sehe, sagen, sie steht eben für eine gewisse Strenge, aber auch eine freundliche Bestimmtheit. Ja. Sie ist nicht unfreundliche Karte, will ich damit sagen. Also es ist nicht die böse Strenge, du wirst bestraft, sondern du wirst vielleicht zurechtgewiesen, aber auch hingewiesen auf was Recht und Ordnung ist. Aber du hast Moment nichts zu befürchten. Ganz kurz, für mich ist diese Karte immer so die Staatsgewalt. Mhm. Ja, also auch der exekutierende Polizist, der etwas ausführen muss, was er gar nicht so beurteilen hat. Er hat ein Gesetz, er hat ein Vergehen dagegen und er muss es exekutieren. Mhm. Er muss den Täter der gerechten Strafe beim Richter zuführen. Das ist seine Aufgabe. Und genauso haben wir es auch hier beim Offizier. Ne? Der ist klar, der macht da seine klare Bewegtheit, der hinterfragt nicht. Ne? Mhm. Befehl, ausführen. Punkt. Ja, da wird nicht darüber diskutiert, ist der Befehl sinnvoll oder nicht. Er führt ihn aus. Und vielleicht noch etwas zu dem Handschuh, naja, der Offizier, das war zwar unter Hoch- oder Höchststrafe verboten, aber Offiziere haben sich sehr gern duelliert. Mhm. Allerdings nur in Zivil, weil ein Soldat duellierte sich nicht. Wenn er erwischt wurde, dann wurde er aus dem Korps entlassen, und zwar unehrenhaft entlassen. Mhm. Und da gab es unzählige
die da noch vor dem Ersten Weltkrieg einfach sich wegen Frauen, wegen Geliebten duelliert haben und die haben das Duell überlebt und wurden dann entlassen. Also das heißt, spielst du darauf an, dass er eventuell so gerade auch einen Fädehandschuh gezückt hat? Ganz genau. Er könnte genauso jetzt dem Betrachter den Fädehandschuh hinwerfen, so auf die Art, pass mal auf, du hast die rote Linie überschritten und jetzt sehen wir uns morgen um 4 Uhr am Fluss beim Morgengrauen. Und ich habe schon einen Sekundanten bestimmt. Da kriege ich jetzt schon gleich ein schlechtes Gewissen. Da sucht man schon automatisch, was habe ich falsch gemacht? Irgendwas muss ich doch falsch gemacht haben. Und wenn der Offizier erscheint, ne, als Repräsentant der Staatsmacht, Ja. dann ist nochmal so ein, na, was war denn jetzt los? Naja, und wir haben ja auch in der Mythologie und bei den Legenden haben wir ja immer etwas, ne? Officier und Gentleman zum Beispiel, dieser berühmte Film. Und das zieht sich ja durch die ganze Mythologie. Also wir haben immer diesen klaren, geradlinigen Kerl, der da uns dahin bringt, wo wir hin sollten aufgrund der Staatsmacht. Das führt mich dazu. Ich habe natürlich auch dein Buch, das du zusammen mit der Kirsten geschrieben hast, hier auch gerade vor mir liegen, das ja beiliegt bei den traditionellen Orakelkarten. Ich gleich mal hier die Schachtel mal in die Höhe halten. Die gibt es ja bei Königsfurt Orania jetzt wieder. Und da habe ich eben auch gelesen, so im Vorübergehen, dass er das mit dem Ideal der Ritterlichkeit auch in Verbindung bringt. Genau. Ja. Und der Ritter wäre ja auch der, der vom König seinen Auftrag erhält und dann eben in, was weiß ich, in den Krieg zieht oder auf die Suche nach dem Heiligen Gral geht. Er kriegt von der Obrigkeit, ich meine, die Ritter haben ja auch vom Papst zum Beispiel Aufträge bekommen, geh ins Stimmt, Heilige ja. Land, sichere den Weg ins Heilige Land für die Pilger. Das war ja einer der ersten Aufträge für die ganzen Ordensritter um, was weiß ich, 11, 1200, ne? Ja, die Tempelritter. Da denke Zum ich, Beispiel. ist er natürlich auch einer, mit dem nicht zu spaßen ist. Aber dennoch habe ich so das Gefühl, durch diese frühlinghafte Umgebung wird mir auch signalisiert, noch ist alles in Ordnung. Kann das sein oder ist es schon Ja, zu spät? definitiv. Also, wenn der erscheint, sollte man vielleicht schon vorsichtig sein, aber das ist nicht so Alarm, Alarm. Wir haben dann natürlich auch noch ein bisschen uns Gedanken gemacht, wie schaut denn das astrologisch aus? Und das wird jetzt dich vielleicht ein bisschen freuen, denn wir fanden die Korrespondenz passt da wunderbar zum Steinbock, das 10. Haus. Ja, ich habe natürlich auch an den Steinbock gedacht, wobei ich mich natürlich jetzt nicht als Offizier sehe, aber wer weiß, vielleicht bin ich das. Wenn es aufwärts geht, hat der Offizier auch nichts dagegen. Ja, genau. Ich weiß ja, heute hat jemand zu mir gesagt, bei dir möchte ich nicht Schülerin gewesen sein, weil ich so streng bin. Ich denke mir, ich bin gar nicht so streng. Aber gut, wer weiß. Es ist ja die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Genau. Hier sind ja einige Schülerinnen und Schüler von mir da draußen, können ja mal schreiben, ob sie mich für einen strengen Lehrer halten oder nicht. Und aber es gibt auch Gehalten einige, haben. die dich, Rui, als Lehrer haben und dann können sie ja mal beurteilen, bist du eher der Ja, und Offizier? die empfinden mich aufgrund von meiner Physiognomie immer als sehr streng und ernst und so. Und ich sagen, Leute, für mich ist das Lachen genauso wichtig. Und wenn man mich dann eben ein bisschen kennt und dann so, wow, so hätten wir dich nie eingeschätzt, aber gut, das kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Also von Okay. daher, das kenne ich. Ja. Vielleicht schauen wir mal rüber zu unserer Genau, Nachbarkarte. gehen wir zum Feind. Genau, den schauen wir uns auch mal genauer an. Der Feind ist so ein bisschen der Gegenpol zum Offizier. Und da haben wir, wenn diese Karte kommt, immer so ein bisschen Warnung. Ja? Weil er agiert schon vom Bild her im Unbekannten. Er ist so verschattet. Wir wissen nicht, was er in seiner rechten Hand hat. In der linken sieht man vielleicht, ist das ein Spazierstock? Ist das vielleicht ein versteckter Degen? Wir wissen es nicht, wir sehen es nicht. Wir wissen nicht, geht er nur zu seinem besten Freund oder geht er zu seiner Mätresse oder geht er vielleicht sogar zum Feind? Wir wissen es nicht. Ja, es ist so Ja. Hinterhofidylle.
Abendstimmung. So, bam. Also ich persönlich denke mal, was ihn halt suspekt macht, ist, er lauert so hinter einer Ecke. Also ich stelle mir eher so vor, er lauert und er ist gut angezogen, aber vielleicht ist das nur eine Tarnung. Ja. Und er wartet auf jemanden und ich könnte mir vorstellen, er hat vielleicht auch vor, jemandem Schaden zuzufügen. Ja. Also könnte sein. Oder er wartet nur auf seine Kutsche, damit er in die Oper geht. Weißt du, das ist eben, da ist dann unserer Fantasie alles erlaubt. Ich finde irgendwie, mich erinnert das so eine Szene wie Jack the Ripper, so die düsteren Gassen von London. Wir kommen noch dazu. Ja. Aber lass uns, ich habe vorher schon gesagt, wir haben da zwei Protagonisten, der eine hell, der andere dunkel. Mhm. Und das brauchen wir ja eigentlich auch immer. Ja? Wir brauchen ja immer einen Gegenpol. Mhm. Wir brauchen ja immer etwas, wo man sagt, Achtung, Alarm, Gefahr, woher kommt eigentlich etwas, woher denke ich, dass was kommt? Und genau in dieser Karte ist das alles drinnen. Mhm. Ja? Wir wissen nicht, ob er was klaut, wir wissen aber auch nicht, ob er was bringt. Ne? Also von da gesehen ist es so, wie du schon gesagt hast, man hat das Gefühl, jetzt kommt der Jack the Ripper und dann ist das letzte Stündchen geschlagen. Mhm. Ja. Wir hast ja vorhin diese Rechts-Links-Symbolik auch angesprochen. Er hatte nun seine rechte Hand, wenn mich nicht alles täusche. Ja, es ist die rechte Hand in seiner Tasche. Genau, da haben wir wieder den Gegenpol. Ne? Mhm. Du weißt nicht, was er intellektuell will. Wir sehen nur seine emotionale Seite. Mhm. Anders als wie beim Offizier. Mhm. Ich habe vorher gesagt, so plus minus, wir kennen es ja aus der Comic-Welt. Ne? Mhm. Also jeder Held braucht einen Erzfeind. Jeder braucht einen Gegenpol. Und das ist uns ja eigentlich schon aus dem Buch bekannt, was am häufigsten gedruckt wurde, nämlich aus der Bibel. Ne? Mhm. Der Herrgott hat den Luzifer als Gegenspieler. Mhm. Und Kain hat Abel. Also es zieht es ja durch, James Bond braucht immer einen genialen Gegenspieler, weil sonst funktioniert es nicht. Und darum ist diese Karte auch so wichtig, auch wenn sie uns so nicht gefällt. Aber wir brauchen sie einfach, weil sonst wird das Bild nicht klar und bleibt nicht rund. Hat so ein bisschen was, wir wissen erst, was unsere lichtvolle Seite ist, wenn wir auch unsere dunkle Seite kennen. Ist denn das, also ich meine, das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen zu weit geführt, aber weil du es auch so einführst, Licht und Schatten, wenn wir die mit dem Offizier kontrastieren, ne, wir haben ja diesen Feind in einer fast legeren Pose, ne, also der sitzt, du sagst selber, man kann gar nicht wissen, wartet er nur auf irgendjemanden oder wartet er was ab? In eurem Buch habe ich auch gelesen, er späht möglicherweise das Haus aus. Da sieht man ja so einen hellen Schein. Hm. Vielleicht ist er auch ein Spion. Also, das hat so was Verschlagenes. Und seine Absichten, seine rechte Hand hält er verborgen. Also finde ich sie ziemlich spannend. Und wenn man mal sein Gesicht auch anschaut, also habe ich gekriegt, dass. Also er hat auch ein junges Gesicht. Ja. Wie der Offizier, ne? Wie der Offizier. Aber es ist sehr fahl. Es ist irgendwie jetzt auch nicht freundlich. Eigentlich kann man gar nicht sagen, ist es freundlich oder nicht freundlich. Neutral. Ja, der lässt sich nicht in die Karten schauen. Genau. Er lässt sich nicht da beirren in irgendeiner Form. Und darum ist es wichtig, dass wir uns dieser Karte auch bewusst sind, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht wollen, auch wenn wir sagen, naja, Feind, ja, braucht man nicht und so. Nee, auch der ist wichtig. Ist es möglicherweise auch ein Aspekt von uns selbst? Ne? Es könnte also eine Person sein, es könnte auch ein Aspekt von uns selbst sein, je nachdem, wie es im Kartenblatt auftaucht, wirst du wahrscheinlich jetzt sagen. Kommt wie bei allen Orakelkarten immer an die Kombination davon. Das ist unerheblich, ob du jetzt Kipper nimmst oder Skat nimmst oder Lenormand nimmst. Es ist immer in die Kombinationen wichtig. Mhm. Eine alleine würde ich niemals interpretieren, weil das führt unweigerlich zu Problemen. Ja. Ja. Und du bist nie rund, sondern du hast immer nur einen kleinen, kleinen Teilaspekt. Ja, das ist ja etwas, was wir ja auch noch vorhaben mit euch, dass wir euch in die Kunst der Kombinatorik der traditionellen Orakelkarten einführen.
Näheres dazu in Kürze oder in Ferne. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Wir haben momentan ziemlich viel um die Ohren und viele Projekte sind da, aber wir lassen es natürlich wissen und solange bleibt einfach mal dieser sehr grundlegenden Einführung der traditionellen Orakelkarten einfach mal gewogen. Sie führt euch auf alle Fälle hin zu einem tieferen Verständnis der einzelnen Karten. Und dadurch, dass wir ja sowieso schon jetzt hier zwei Karten miteinander kontrastieren, bekommt ihr vielleicht so eine Ahnung davon, wie die Figuren miteinander interagieren. Das finde ich ziemlich spannend. Ich möchte noch ergänzen, einen kleinen Punkt. Das wird dir jetzt weniger gefallen. Ja, wir haben vorher beim Offizier gesagt, das ist Steinbock 10. Haus. Aber der Feind ist genauso Offizier. Ist genauso wie der Offizier Steinbock 10. Haus, allerdings die Schattenseite. Also die Schattenseite des Steinbocks. Ne? Ist Kaffeezeit in Bayern. Ja, also ich habe mal wieder die Kaffeemaschine vergessen, vorher auszuschalten. Aber die Leute draußen kennen das schon. Vertraute Geräusche. Vertraute Geräusche. Dann wisst ihr auch, ihr seid in der richtigen Sendung. So ist es. Also die Schattenseite des Steinbocks, naja. Bin ja noch nicht so ganz überzeugt. Also ich kann verstehen, warum man dem Steinbock da so, aber ja, so ein Steinbock, der möchte ja gar nicht, dass er Schattenseiten hat. Es brauchen alle ihre Licht- und Schattenseiten. Ja. Gerade der Steinbock weiß es ja. Ich meine, seine Zeit ist die dunkelste Jahreszeit. Das ist die Zeit, in der die Nächte am längsten sind, ist die Zeit des Steinbocks. Also er kennt auch das Dunkle. Ja. Wir dürfen halt nie vergessen, ne? Auch der Anti-Held, zum Beispiel bei James Bond, war schlussendlich ein Held. Ja, nur eben auf der falschen Seite. Und auch hier, wie beim Feind, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir auch eine Schattenseite haben. Ist nun mal leider so. Ja, ich denke mal, wir haben eigentlich relativ gut die beiden Karten jetzt zusammengefasst, denke ich. Wir haben doch auch, ich bin jetzt gar nicht so vorbereitet, Rui, aber wir haben doch immer ein kleines Orakel noch am Schluss gemacht. Genau, wir haben ein kleines Legesystemchen gehabt und heute, ne, weil wir gesagt haben, wir haben Licht und Schatten, möchte ich euch ganz gern mit einer diesmal Zweikartenlegung überraschen. Wie kann es anders sein? Ja, ich habe mein Problem. Ich stehe so wie der berühmte Ochs vorm Berg. Und dann habe ich die Karte 1, die mich beschleunigt, die mich zum Licht hinführt. Und die Karte Nummer 2, die ist die, die mich behindert, die mich festhält. Okay, ich mische hier schon mal die Karten. Sehr schön. Und dann nehme ich mal an, ich werde die mal so ein bisschen ausbreiten, dass ich 2 Karten ziehen soll. Das wäre sehr lieb von dir, lieber Christoph. So, hier sind sie gemischt. Ich mache das mal gleich ein bisschen hier so. Es ist ja schön, dass die so klein sind. Na, da gehen sie in den Bilderrahmen rein. Wenn sie die Größe hätten vom Röhrig, hätten wir eine Karte und der Bilderrahmen wäre ausgefüllt. Du, dann hätte ich hier Weitwinkel eingestellt, wenn es gereicht hätte. Ja. So, dann ziehe ich jetzt mal eine für, wie, was hast du gesagt? Die erste ist die Lichtkarte quasi. Genau. Dann hättest du wahrscheinlich dein Projektor so auf dem Stachus raus, ne? Damit ja, alle wahrscheinlich. Karten... Also hier ist die erste. Und dann ziehe ich gleich mal die zweite. Sehr lieb. Nee, die. So, dann packen wir mal die anderen weg. Das war die erste. Das ist die, die mich hin zum Licht führt und die mich abhält. Wenn ein Thema hast, ich weiß mal da ein bisschen zu... Nee, darum muss andere ich Seite, ja. Genau. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Also die Karte, die mich hin zum Licht bringt. Die dich in deinen Projekten oder Themen oder wenn du auch nur zum Kaff gehen möchtest. Da haben wir mal das Thema, was dich befüllt. Nee, lass nochmal. Ja. Und wenn ich weiß, ich habe eine tiefe Sehnsucht, meine Projekte zu beenden. Ja, weil ich einfach fertig werden will. Es ist ja ganz logisch. Andersrum wäre so
wird es ja keinen Sinn ergeben. Ich habe diese Sehnsucht, dass es fertig wird. Und diese Sehnsucht gibt mir so den ersten Schritt, dass ich meine Themen fertig mache. Die gibt mir so den Hinweis, du bist auf dem richtigen Weg. Geh weiter, bleib nicht stehen. Du schaust dir schon Richtung hell. Du erlaubst dir schon, deinen Weg anzugucken. Genau das macht die Person auf dieser Karte. Die schaut raus, die überlegt sich, wo kann was zu ihr kommen oder wo kann sie jemandem entgegengehen und. Oder wo soll sie den ersten Schritt machen, damit aus ihrer Sehnsucht auch ein Projekt beginnen wird. Also von da gesehen ist das ja sehr eine wohlwollende Hinweiskarte. Mhm. Ja, auch sehr farbig, sehr schön. Und hat irgendwie so was sehr hoffnungsvoll ist. Ja. Dann war diese Karte, was mich abhält. Genau, was also der Bremsschuh. Oder wenn man an Gulliver denkt, die Kleingewachsenen, die den Gulliver festgezurrt haben und der konnte gar nicht mehr aufstehen, weil sie ihm so festgezurrt hatten. Wir haben die Karte Verlust. Wir nehmen wahr, dass wenn ich mich auf etwas einlasse, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt. Ich gewinne oder nicht. Und dieses Nicht-Gewinnen ist ja der Punkt, wo ich sage, so, und jetzt? Jetzt habe ich alles verloren, jetzt bin ich noch schlechter dran wie vorher. Alles auf eine Karte gesetzt, alles ging bach ab. Und so wie uns die Sehnsucht zeigt, hey, erlaubt dir positiv zu denken, sagt die Karte Verlust, pass auf. Wenn du nur an deines negatives Potenzial denkst, dann wird es nichts werden. Dann hast du schon dich selber blockiert. Dann hast du aber auch niemals deinen Optimismus gestartet. Für mich erscheint es so ein bisschen, auf der einen Seite, was führt mich hin zum Licht? Das ist eben Glaub an deine Wünsche, deine Träume, deine Sehnsüchte. Lass sie zu, ja, sie führen dich. Ja. Das, was dich zurückhält, sind vielleicht auch Gedanken an vergangene Verluste, Befürchtungen, dass du was riskieren musst und es auch verlieren wirst. Sie hat auch noch einen zweiten Hinweis, der vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist. Der sagt immer, verzettelt euch nicht. Ja, versucht da nicht noch 100 andere Dinge aufzubauen, sondern macht einfach. Ach so, man könnte auch sehen im Verlust, lass zu, dass du auch etwas verlierst, was nicht so wichtig ist. Ja, weil wenn du heute dir erlaubst, Dinge loszulassen, dann hast du auf einmal Potenzial für Neues. Dann hast du auf einmal die Chance, neue Dinge zu tun. Und dann bist du schon wieder auf dem Weg, dass du sagst, yes, so muss es sein. Ich meine, wenn ich mir wir haben ja die beiden Karten noch nicht, die kommen ja noch dran, traditionelle Orakelkarten-Episode, ich weiß nicht welche. Und da werden wir natürlich auch die Sehnsucht, also für mich ist ganz klar, also ich sehe über die beiden, die da über dem Tisch sitzen, ist so eine verrauchte Atmosphäre, verraucht, schlechte Luft und so. Und die Sehnsucht, die macht so das Fenster auf und sagt, ah, da draußen geht's weiter. Also es ist eine sehr, sehr schöne Kombination für das Thema. Für Licht und Dunkel finde ich das total toll. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Roé. Ich glaube, das könnte ein interessanter Impuls für die Zuschauerinnen und Zuschauer sein, die jetzt dabei sind. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Lasst es raus, wie es euch geht mit diesen Karten. Würde uns natürlich freuen, wenn wir da ein bisschen was von euch lesen würden. Ja. Danke, lieber Christopher, dass ich heute wieder mit den traditionellen Orakelkarten zu Gast sein durfte. Ich wünsche dir weiterhin viel Sehnsucht, wenn das für dich so eine stimmige Karte ist. Ihr da draußen, danke fürs Zusehen. Wenn ihr Gefallen an unserer Sendung habt, abonniert uns. Ihr wisst ja, die Glocke oben einschalten, dann werdet ihr automatisch informiert. Schreibt uns eure Anregungen, schreibt euch, wenn euch etwas vielleicht nicht so gefallen hat. Das ist für uns auch immer Basis für Lernen. Sehr schön gesagt, lieber Roé. Dann würde ich mal sagen, von meiner Seite aus wünsche ich euch da draußen einfach noch eine schöne weitere Zeit, egal was ihr gerade tut und wo ihr gerade seid. Ja. Und das letzte Wort gebührt natürlich dir, Roé. Danke, Christopher. Bitte bleibt gesund und vergesst nie,
Never give up.